Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucher hier und im Stream in den Quartieren. Ich könnte jetzt die Rede vom letzten Mal halten. Es hat sich nicht viel verändert. Aber mache ich nicht, denn genau das ist bei diesem Einzelplan leider das Problem. Und wir haben lange Geduld gehabt und gewartet und den schönen Worten des Ministers zugehört und gewartet, bis Handlungen folgen und eine neue Priorisierung in der Verkehrs-, Siedlungs-, Entwicklungs- und Wohnungspolitik, die auch tatsächlich im Haushalt sichtbar wird, erwartet und nicht nur Lippenbekenntnisse. Eine lange Linie, Herr Becker, aber ich habe bisher umsonst gewartet. Die bisherige Priorisierung hat die Infrastruktur vor die Wand gefahren und die Wohnungsprobleme verschärft. Nichts sind sie angegangen. Keine Verkehrswende, nur ein Placebo für die Nahmobilität, also Radschnellwege im Haushalt Fehlanzeige. Bei der Quartiersentwicklung nur alter Wein in neuen Schläuchen. Und zum Bejubeln bleibt die Wohnungsaufsicht. Die ist so kostenneutral, dass sie ohne Personal auskommen muss. Personal, das in anderen Städten, in anderer Bundesländer für den Erfolg dieser Wohnungsaufsicht verantwortlich ist. Es bleibt also Symbolpolitik und da jubel ich da nicht mit. Ich verlange ja weder Fantasie oder Kreativität, nur dass getan wird, was jede Verkehrswissenschaftsstudentin oder jeder Geografiestudent im ersten Semester referieren kann. Ja, es gibt einen Mittelzuwachs im Einzelplan, aber ganz überwiegend nur, weil es sich dort um Bundesmittel handelt, die erhöht wurden. Obwohl wesentliche von Minister Groschek ja angekündigte Bundesmittel dabei auch noch fehlen. Sie hatten ja sowas wie einen persönlichen Blitzmarathon, sind beim Bund gleich mehrfach abgeblitzt, zuletzt mit Regionalisierungsmitteln. Und zwar nicht beim Finanzminister, sondern bei Ihren Ex-Arbeitskollegen im Bundestag. Sie haben den Bundeskoalitionsvertrag selbst mit ausgehandelt, aber für NRW dabei nichts erreicht. Dennoch zeigen Sie auf den Bund, wenn zu wenig Geld da ist. Aber wenn es bei der Städtebauförderung um ein neues bundesweites Programm geht, dann ist es plötzlich das Verdienst des Landes. Das Land übernimmt hier seinen Anteil, ja, aber eine Initiative des Landes ist es nicht. Natürlich freuen wir uns, dass die Städtebauförderung wieder eine etwas größere Rolle in der Bundespolitik spielt und das Land davon profitiert. Doch wir müssen im Land einen intelligenten Ansatz, mit dem die sehr unterschiedlichen Problemlagen und Aufgaben in den Regionen und Städten angegangen werden. Die Wohnungsmärkte der wachsenden Städte brauchen eine ganz andere Begleitung als die scheinbar entspannten Wohnungsmärkte. Vor allem dürfen wir Letztere nicht einfach vergessen. Ihre Politik, nur der Logik von Angebot und Nachfrage hinterherzuhängen, führt dort nicht zu einer nachhaltigen Flächen- und Siedlungsentwicklung. Was nutzt denn ein prosperierendes Düsseldorf oder mittlerweile nur noch ein halbwegs prosperierendes Düsseldorf, wenn gleich nebenan Duisburg abgerissen wird? Außer natürlich an den S-Bahnhöfen. Ihre Politik bedeutet letztlich Stadtteile mit öffentlichem Geld abreißen, lokal sich konzentrierende Problemlagen nur dort mit entsprechenden Programmen bearbeiten, auf der anderen Seite verzweifelt versuchen, Investoren in den prosperierenden Lagen davon zu überzeugen, dass sie öffentliche Mittel annehmen, sich langfristig binden und dafür auf Margen verzichten, die der Markt allerdings locker hergibt. Das ist alles so in der Form nicht besonders vielversprechend. Aber bewährt halt ein klassisches Weiter-so. Das ist schlecht. Der Gesamthaushalt des Landes ist gewachsen. Gerade der Einzelplan 09 für Infrastruktur und Wohnungsbau nicht. Und dabei haben wir doch gerade hier mit Problemen der Unterfinanzierung zu kämpfen, weil über Jahre hinweg wenig weitsichtig gehandelt wurde. Minister Groschek trägt zum Sparen bei, das Kabinett nimmt sicherlich gerne, aber damit verschläft NRW mal wieder die Entwicklung und bröselt einfach weg. Ich verlange hier eine neue Prioritätensetzung, eine Änderung der Verkehrs-, Siedlungsentwicklungs- und Wohnungspolitik. Doch wer so spart, dass zwar beim Landesstraßenbau gestrichen wird, aber gleichzeitig keine neuen Perspektiven eröffnet werden, setzt keine neuen Prioritäten, passt die Politik nicht den Anforderungen an.
Die Landesregierung findet Gründe, weiter so mit Sparzwang zu verbinden. Das kann nicht gut gehen, denn weiter so ohne Sparzwang hat ja bereits in eine Sackgasse geführt. Siehe auch Grunderwerbsteuer, da gibt es keine gewollte Lenkungswirkung, keine Investitionen in den Bereich, der hier die Nachteile zu tragen hat. Keine Maßnahme des Ministers zeigt, dass er eine Wende aus dieser Gasse versucht. Die kreativste Maßnahme war wohl selbst die Umstellung der Denkmalförderung, aber auch das sind Einsparungen zu hohen Kosten. Und überbuchen, Frau Schneckenburger, ist da kein Erfolgsindikator. Die Landesregierung kürzt 2015 ein weiteres Mal das Wohngeld von 415 Millionen Euro. In 2012 bleiben dann nur noch 250 Millionen Euro übrig, 40% weniger. Der Minister vermeidet, wie bei der Ausbildungspauschale selbst, dynamische Anpassungen an die Teuerungsrate. Beim Bund fordert er dies ständig. Es gibt aber eine auffällige Mittelerhöhung um 6,7 Millionen Euro oder 24% für das Ministerium selbst. Und genau das ist, denke ich mal, auch ein Hoffnungsschimmer, denn diese Ressourcen sollten Sie nutzen. Und in Ihrem Ministerium, Herr Groschek, arbeiten ja auch fähige und kreative Menschen. Vielen Dank.